Fantastic. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale am Sonntagabend. Und wir wollen heute auch gar nicht großartig irgendwelche Spezialaktionen machen. Einfach nur ein Ründchen zocken und das liegt daran, dass momentan die Sache mit dem Eismagier doch nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ihr seht es ja in den Pokalen. Ich habe da noch so meine Probleme mit und das müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen ausbessern. Und ich weiß noch nicht genau wie, ob ich da noch mal was anderes tausche, ob ich vielleicht mal die Eisgeister, ob die jetzt überflüssig vielleicht sind und ich dafür mal die Bogies reinnehme. Das sind halt alles Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das angehe. Andererseits bringt mir der Eisgeist immer noch ganz gut was, weil der auch nur ein Elixier kostet. Dann ansonsten wird es halt wieder relativ teuer werden. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht doch irgendwann mal von den drei Musketieren trennen muss. Aber das soll alles mal jetzt nicht das Problem sein. Es wurde gefragt, wie man die Prinzessin ersetzen kann. Da kann man sicherlich die Bogies nehmen oder vielleicht sogar die Sperrkobolde, aber da müsste man ausprobieren, womit man besser klarkommt. Aber eins von beiden sollte da sicherlich funktionieren, gehe ich mal von aus. Oder halt andernfalls einfach den Knallzauber. Wäre auch eine Möglichkeit, müsst ihr euch einfach mal angucken, wie ihr das so hinkriegt. Und dürfte auf jeden Fall, ja, irgendwas findet ihr schon, was ihr da ersetzen könnt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und probieren einfach mal jetzt nochmal das Deck so aus, wie es ist. Und gucken dann vielleicht einfach mal rausfinden, wo die Schwachpunkte sind. Saman IR German Forever, also ein Deutscher scheinbar, zumindest ein deutscher Clan. Und wir starten mal wie immer und gucken, ob er einen Feuerball hat. Das könnte natürlich, ja gut, Giftzauber ist auch mittlerweile Klassiker. Und was mittlerweile ganz extrem geworden ist, seit dem Balance Update, sind natürlich definitiv die Skelette. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das in den Griff bekommen mit der Skelettarmee, weil die ist natürlich ziemlich nervig und wir haben dagegen bisher eigentlich so die Prinzessin und die Pfeile. Müssen wir mal schauen, wie wir das eventuell noch verändern können. Vielleicht doch mal den Knallzauber auch reinnehmen für irgendwas. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie wir das angehen wollen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt kommt da ein Lavahund um die Ecke. Das heißt, der Eismagier war schon mal in Ordnung. Prinzessin können wir auch noch nehmen. Mal gucken. Um eure Frage zu beantworten, nein, ich rauche übrigens nicht, ich habe einfach so Husten. Ich bin nicht Raucher, ich kann, aber trotzdem kann man ja Husten haben. Es gibt ja nicht nur Raucher, die Husten haben. Ich weiß nicht, wer sich das schon wieder ausgedacht hat. Aber naja, egal. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den ganzen Haufen hier mal eben wegkriegen. Das sieht ganz gut aus. Ohne großartigen nennenswerten Schaden haben wir das hinbekommen. Und können mal den Schweinereiter da absetzen und vielleicht sogar den Eisgeist nochmal sofort hinterher. Da kommt nochmal die Prinzessin. Das dürfte aber jetzt generell erstmal reichen, um den Turm zu packen. Wie gesagt, wir sind momentan ein bisschen tiefer mit den Pokalen, deswegen Level 9 Gegner. Deswegen eigentlich gar nicht so das Problem, aber dadurch, dass wir halt das Deck umgestellt haben und vielleicht auch noch die Auswirkungen von den Balance Change Updates, da ich noch nicht so richtig auf die Skelettarmee eingespielt war, die ich jetzt sehr häufig gesehen habe seitdem, gab es noch das ein oder andere Problemchen, aber ich bin ganz optimistisch, dass wir das auch wieder irgendwie in den Griff bekommen. Werden wir mal schauen. Dann kommt der nächste Lavahund, dann fangen wir wieder hier an und lassen die einfach mal durchlaufen da oben. Die Barbaren. Weil wir können einfach schon mal hier so ein bisschen Dampf machen in der Mitte. Vielleicht, ja, der schießt natürlich nicht dahin, aber wir haben ihn auf jeden Fall davon abgebracht, seinen Lavahund noch weiter zu unterstützen. Wir müssen die Magier natürlich irgendwie beschäftigen da oben. Damit wir hier Lakaien setzen können. Und ich weiß noch nicht so ganz wie. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Ja, es wird interessant. Ja, ich muss jetzt mal so Pfeile schon mal auf die Viecher. Und jetzt, ah, die Barbaren gegen den Magier. Ich weiß, das ist nicht ganz perfekt, aber es gab gerade nichts anderes. Ja, jetzt haben wir da die Prinzessin. Der Turm ist down. Aber ich würde sagen, wir haben noch ganz gute Chancen. Den Push hat er jetzt besser durchgekriegt als den ersten, weil wir auch nicht so ganz vorbereitet waren. Aber wir gucken mal, wie wir das noch hinbekommen könnten. Da. Ja gut, den Lavahund müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich würde jetzt gerne den Pfeiler auf die Prinzessin werfen, aber eigentlich brauchen wir die Pfeile für die Lava-Welpen. Oder halt jetzt. So, jetzt, zack. Das war gut. Das hat ganz gut gepasst. Da konnte er eigentlich nicht viel reißen in dem Moment. Jetzt kommt wieder der dusselige Magier von oben. Könnte es natürlich sein, dass wir jetzt unentschieden spielen, weil sich das relativ ausgleicht. Aber naja, wir probieren mal einfach mal ein bisschen rum. Wir müssen ihn halt irgendwie davon abbringen,
Scheiß Prinzessin erstmal wegmachen. Wir müssen ihn davon abbringen, jedes Mal seinen, seinen Lava-Hund durchzubringen. Aber jetzt ist der Magier schon mal weg von ihm. Und jetzt können wir mal testen. Ja, kommen Feuergeister. Jetzt kriegen wir den Lava-Hund auf jeden Fall. Der Magier dürfte jetzt ein bisschen abgelenkt sein. Dann nehmen wir mal noch den Eisgeist hin, um den Magier noch ein bisschen abzulenken. Vielleicht mal die Barbaren noch zu freezen. Das passt. Dann können wir hier die Prinzessin nehmen. Da nochmal Pfeile drauf werfen. Und dann ist auch Feierabend. Ein, naja, glückliches 0 zu 0. Oder was heißt glücklich? War ja in Ordnung für uns beide. Kann man mit klarkommen. Wie gesagt, ihr seht mit dem Deck, es ist noch nicht so ganz, also, naja, es hat vorher besser funktioniert. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das wirklich verbessern können, weil ich den Eismagier eigentlich, obwohl ich ihn ja selbst beim Gegner mal nervig finde, eigentlich ganz gerne behalten würde. Problem ist halt, ich weiß nicht wie. Problem ist halt echt, ich weiß nicht wie und ich muss mir da noch was überlegen. Vielleicht nochmal ein bisschen recherchieren im Internet oder so. Vielleicht kommt jetzt mal die Skelettarmee, das wäre lustig. Nein, nur bei Lakaien, ach, Lakaien sage ich schon, Barbaren. Nur ein paar Barbaren. Ja, das war jetzt ganz gut, dass die Prinzessin da den Rest macht. Ja, kommt Feuerball, das ist wiederum gut. Weil jetzt haben wir die Chance, wenn er jetzt den Feuerball verschossen hat, eventuell, wenn wir Glück haben, mit unseren drei Musketieren was zu reißen. So, Eisgeist dabei und dann ab dafür. Jetzt kommt bestimmt eine Valkyrie, naja, eine Kanone kommt. Okay, die kriegen wir noch, ein Königsriese. Aber der andere schießt auf jeden Fall schon mal auf den Turm und das sieht sehr gut aus. Der kriegt den Turm schon mal ordentlich bearbeitet und da liegen immer noch, lebt immer noch einer. Und wir machen das mal so. Das sieht auch ganz ordentlich aus und der Rest kann jetzt vielleicht schon mal da die Prinzessin machen. Dürfen wir den Turm schon mal haben. Gut, das ist jetzt gut. Die Skelette von der Hexe von ihm werden schon mal mit angetitscht. Und der Turm ist down, das ist auch gut. Die Hexe, die Prinzessin erledigt jetzt die Hexe und dann können wir mal gucken. Er müsste jetzt wieder den Feuerball haben eigentlich. Die Kanone, die lassen wir jetzt erstmal noch eben. Müsste jetzt eigentlich den Feuerball wieder haben. Wir teilen die Musketiere mal auf. Und gucken. Ah, da hat, ja. Jetzt hat er den Feuerball natürlich verbraten. Und, aber die laufen eh über eine Seite. Das ist gut. Jetzt müssen wir dann halt versuchen. Ja, gehen wir dann halt auf die Seite. Aber. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. So, Eismagier dabei. Und gucken, vielleicht können wir ja sofort auf drei Kronen gehen. Ja, es wird schwierig. Aber das bot sich jetzt einfach mal an, das zu probieren, da er da wirklich den Feuerball verballert hat und unsere Musketiere eh auf die Seite gelaufen sind. Deswegen, wir können das einfach mal testen. Wir lassen es jetzt dabei. Wir verteidigen hier den linken Turm. Und wenn wir es dann schaffen, ist gut. Und wenn nicht, dann müssen wir halt immer noch ein bisschen was reißen. Ja, jetzt kommt der Feuerball wieder auf die Prinzessin. Das heißt, unsere Musketiere leben wieder weiter. Ich weiß nicht, warum er das macht. Aber ich denke, das dürfte für uns auf jeden Fall von Vorteil sein. Gut, jetzt setzt er wieder die Barbaren zu den Musketieren. Aber der Schweinereiter lebt alleine da oben weiter. Der Lakai kann auch noch ein bisschen was werfen. 300 noch, das müsste doch zu schaffen sein. Ne, gut, die Kanone jetzt. Ja, wir setzen einfach alles dahin. Jetzt Hauptsache verteidigen die Seite. Und wenn wir dann halt 1-0 gewinnen, ist auch in Ordnung. Da kam wieder der Feuerball, ja. Ich weiß nicht, hat sie es auch nicht gemerkt, dass wir den Feuerball, dass er mit dem Feuerball nicht weiterkommt. Aber naja, gut. Beziehungsweise, dass wir einen Vorteil haben, wenn er den woanders schießt, als auf die drei Musketiere. Haben wir schon mal wieder ein Kämpfchen gewonnen. Das ist schon mal nicht verkehrt, auch nichts verloren zu haben. Und jetzt können wir spenden, wenn es denn gehen würde. Ja, das geht. Noch irgendwo was? Ne, gerade nicht. Und ja, wie gesagt, das Problem ist jetzt halt, ich muss irgendwie gucken. Ob ich den Eismagier wirklich momentan, ob der momentan tragbar ist. Vielleicht müsste man noch einen zweiten kriegen, damit er sich wirklich verbessert. Momentan sieht es noch ein bisschen schwierig aus, weil er halt sehr wenig Schaden macht, ne? Vielleicht ist er doch, vielleicht habe ich ihn einfach ein bisschen überschätzt, weil er mich halt immer ultra genervt hat, wenn der Gegner den hatte. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Von den Durchschnittskosten hat er ja nichts verändert. Bogenschützen auch 3. Aber ich weiß halt nicht, ob das in Kombination halt gut ist. Oder ob wir da nochmal was anderes überlegen sollten. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir müssen da mal was ausklamüsern. Irgendwie werde ich das mal schon hinbekommen,
Das soll jetzt aber auch nicht eure Sorge sein. Das soll definitiv jetzt nicht eure Sorge sein. Angebote haben wir gerade auch nicht. Ich habe den ja gestern im Angebot gekauft, den Eismagier. Ohne zu wissen, was drin ist natürlich. Das ist natürlich dann immer noch besser, wenn man dann immer noch das bekommt, was man haben wollte. Ich habe es ja gestern am Anfang der Folge gesagt. Ich möchte gerne den Eismagier und wir haben ihn auch bekommen. Aber dabei würde ich sagen, belassen wir es jetzt auch für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.